willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Mein Alltag bleibt immer derselbe, Leute. Also ich verrate jetzt meine Aufgaben und dann geht's gleich los. Ich muss wie immer erstmal hier so das Chaos von gestern Abend beseitigen. Da ist noch ein bisschen Geschirr, ein bisschen Obst, bla bla bla. Dann muss ich schnell einkaufen gehen, weil wir nichts mehr im Kühlschrank haben und der Hakan dürfte so in 2 bis 3 Stunden aus der Arbeit kommen. Dann muss ich natürlich wieder kochen. Und auf dem Menü heute stehen Nudeln auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die Nudeln machen soll. Irgendwie habe ich so richtig Bock auf was. Richtig mit Gemüse, Käse. Und ich habe gerade irgendwie im Internet gesehen, dass jemand Cashews mit reingemacht hat. Ich glaube, das schmeckt richtig lecker. Ich werde es heute auf jeden Fall mit Cashews austesten. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich direkt an die Arbeit. Ich gehe jetzt, wie gesagt, schnell einkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zurück. Puh. Das war jetzt echt anstrengend. Ich nehme immer hier mein Korbchen mit, weil ich mir denke, ich brauche nicht so viel. Das reicht schon. Aber dann, und ich bin ja gelaufen, und dann kaufe ich immer so viel, dass ich noch eine Tüte dazu kaufen muss, dass ich das in der Hand schleppen muss. Das ist einfach so voll. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob es euch da genauso geht. Ich mache mich jetzt aber, wie gesagt, an die Arbeit. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen und dann anfangen zu kochen. Ich habe jetzt gekocht, wie man sieht. Schaut mal, wenn ich koche, dann ist hier Chaos los. Naja, aber wie gesagt, es sieht jetzt ungefähr so aus. Ich habe das Ganze jetzt in eine Auflaufform getan. Jetzt kommt noch lecker Käse drauf. Dann kommt das Ganze ungefähr für 10 bis 15 Minuten in den Ofen, bis der Käse richtig schön geschmolzen ist. Und dann können wir endlich essen. Der Hakan dürfte auch bald da sein, so in circa einer halben Stunde. Und dann ist das Essen auch rechtzeitig fertig. Also, so sieht es fertig aus. Ich habe es gerade aus dem Ofen geholt. Der Käse ist schön verschmolzen. Hakan ist auch gerade zu tun. Hallo! Ich habe so einen Hunger. Ich halte es kaum aus. Ich auch nicht. Ich habe gar nicht gefrühstückt. Also, guten Appetit wünsche ich uns. So, Leute, wir haben ein kleines Nickerchen gemacht. Wir waren fix und fertig. Hakan ist ja aus der Arbeit gekommen und ich war, keine Ahnung, warum ich fix und fertig war, aber meine Knochen haben so wehgetan und hier überall Muskelkater. Ich glaube, aufgrund dessen habe ich mich einfach so fertig gefühlt. Ich bin jetzt wach. Ich wecke auch gleich den Hakan und danach geht's auf zu Family fahren. Die sind nämlich aus dem Italienurlaub gestern Abend zurückgekommen und natürlich haben wir sie vermisst und müssen sie besuchen gehen. Müssen. Ja, ich wecke jetzt, wie gesagt, den Hakan und dann kann es auch schon losgehen. Ich bin jetzt auch endlich wieder wach. Genau. Also ich brauche jetzt echt meine, immer nach der Frühschicht brauche ich meine 2-3 Stunden Mittagsschlaf. Vorsicht! Aber ich habe gelesen, das mindert das Risiko, dass du irgendwann später mal einer Herzkrankheit erkrankst. Wenn du schläfst. Um 37%, wenn du Mittagsschlaf machst. Wenn du Mittagsschlaf machst. Oh, dann sollte ich mich auch in der Mittagsschlaf Und wie ist deine neue Frisur? Schön! Schau mal! Wow! Schau, du hast uns gar nicht vermisst. Du willst nur deine Frisur präsentieren. Oder? Nein. Du willst nur deine Frisur präsentieren. So, Gian wollte eigentlich sein Fahrrad reparieren, aber schaut mal, wer es macht. Das war mir so klar. Mehmet und Robert machen es natürlich. Robby. Und dann sagt er auch noch ganz cool, ich repariere jetzt mein Fahrrad. Ich wohlgemerkt, er braucht nur das Werkzeug von Robert und dann repariert er eigenständig sein Fahrrad. Kira will uns nicht mehr, die hat uns im Urlaub überhaupt nicht vermisst. Die will zu einem Hunderudel gehen, die ist lieber bei den Hunden. Jetzt ist sie aber glücklich. Jetzt ist sie glücklich, ja? Jetzt denkt sie sich ja, jetzt ist sie. Den Hakan sich. Was machst du? Magst du das auch, was Hakan mit dir macht, Kira? Nein, gell? Er hat gerade einen richtigen Early gekriegt, aber so dermaßen. Sein Ohr schwimmt gerade im Wasser. So, Leute, Besuch haben wir jetzt abgestattet und für uns geht's jetzt wieder. Wir haben jetzt richtig Hunger, Mann. Ohne Witz. Wir haben jetzt zuletzt am Mittag gegessen. Jetzt ist mittlerweile schon halb. Gian hat Mante gegessen, aber wir müssen wieder auf unsere Ernährung machen. Lecker. Für uns gibt es jetzt einen leckeren Hähnchensalat. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und guckt mal, die Ilkay kocht schon wieder ganz lecker für uns. Also, wie wir schon im Auto erwähnt haben, wir haben jetzt wieder extrem Hunger und sind zurzeit wieder in unserem Film, dass wir ein bisschen auf unsere Ernährung achten wollen. Deswegen gibt es jetzt eigentlich nur noch leckeren Salat.
mit ein bisschen Feta-Käse und dann noch da hinten Hähnchenfleisch dazu. Ich denke mal, die Ilka wird uns schon was Leckeres basteln, oder? So lecker schmecken. Das hoffe ich und denke ich doch mal auch, oder? Guten Morgen, meine Lieben. Also ihr habt euch gestern bestimmt schon gedacht, dass wir nur noch auf der Couch gechillt haben und eingeschlafen sind. Eigentlich wollte ich euch gestern noch was zeigen, aber wie gesagt, wir sind einfach auf der Couch eingepennt. Und deswegen zeige ich es euch jetzt. Und zwar wollte ich euch mal die Geschenke zeigen, die Miley mir jetzt nachträglich noch zum Geburtstag geschenkt hat. Ich hatte zwar im Juni Geburtstag, aber sie hat mir einen Brief geschrieben und hat es mir irgendwie vergessen zu geben. Und ich habe es dafür gestern bekommen. Den wollte ich euch jetzt mal vorlesen. Und zwar schreibt die Miley Geburtstag für Abla. Also es heißt, sie hat eigentlich sowas wie große Schwester. Das sagt sie schon, seitdem ich mich mit Hakan kennengelernt habe, sagt sie das zu mir. Und das hat sie halt bisher auch noch gar nicht geändert, obwohl ich ja eigentlich jetzt ihre Tante bin. Und zwar schreibt sie, liebe Ilkay Abla, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Heute ist der beste Tag in deinem Leben. Danke, dank deinem Geburtstag. Du bist die hübscheste Frau in diesem Leben. Und Mama ist die hübscheste Mama im Leben. Deine süße Maus Miley. Und das hebe ich jetzt alles auf. Sie hat uns ja schon mehrere solche selbstgebastelten Sachen bzw. selbstgeschriebene Briefe geschenkt. Und die hebe ich alle auf. Und dann, wenn sie 18 wird, lege ich ihr das alles vor die Nase und schenke sie quasi so zum Geburtstag. Und ich wollte euch noch das zeigen, was sie dieses Jahr Hakan zum Geburtstag geschenkt hat. Das war auch mega süß selbst gemacht. Hier einmal so ein Schlüsselanhänger. Ich weiß gar nicht, wie sie das hinbekommen hat. Das ist irgendwie hier... Keine Ahnung. Also es ist auch mega süß, so ein Schlüsselanhänger. Und das alles zusammen kommt jetzt natürlich in eine Truhe und wird erst wieder in 9 Jahren aufgemacht. Und ich wollte jetzt natürlich noch mal was anderes zeigen. Ihr seht ja, ich bin seit Tagen nur noch mit meinen Locken unterwegs. Und ich habe so ein Lieblingsband. Schaut mal, das ist das hier mit den Rosen, beziehungsweise mit den roten Blumen. Und da wollte ich jetzt 2 meiner Lieblingsstyles mit dem Bandana euch zeigen, dass ihr es vielleicht nachmachen könnt. Ich zeige es euch mal. Also ihr habt ja so ein Quadrat. Dann legt ihr Spitze auf Spitze. Die Spitze hier rein und dann faltet ihr es einfach so. Entweder nehmt ihr die Haare so wie ich, ist eigentlich egal, ihr könnt sie auch aufhaben. Also das beliebteste ist einfach unten durch und dann über die Ohren, hier oben einfach eine Schleife. Schaut dann ungefähr so aus. Ich tue dann eigentlich immer so mein Pony raus oder doch rein oder Seitenscheitel machen, Mittelscheitel und dann so rein. Das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Ich habe dann immer ganz gerne den Knoten auf der Seite. Ihr könnt aber auch so mittig die Seiten hier verschwinden lassen. Dann sieht es ungefähr so aus. Aber wie gesagt, ich trage es eigentlich immer ganz gern seitlich. Und die Öhrchen hier nach draußen. Hey Nala! Jetzt zeige ich euch meinen 2. Style, den ich eigentlich auch voll mag. Nala! Was machst du? So. Dann mache ich mir einen Dutt. Und das möglichst oben auf dem Kopf, also nicht am Hinterkopf, sondern möglichst weit oben. Ungefähr so. Dann nehmt ihr das Bandana oder euer Tuch eben und bindet um den Dutt. Sieht dann ungefähr so aus. Ich mache dann immer ganz gern noch hier links und rechts so ein paar Härchen raus. Hinten, auf der Seite, dass das halt richtig so zerstruppelt aussieht, aber irgendwie auch gemacht. Ungefähr so. Genau, das sind meine 2 Lieblingsstyles, also die mache ich echt wirklich voll gern. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen, ich habe genug gequasselt. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da und für alle, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!